Und gut zu wissen, ich habe eine leichte Abweichung nach rechts. Stand wahrscheinlich auch bei meiner Waffenbeschreibung mit dabei, habe ich aber gekonnt überlesen. Boom! Bitch! Hat ihn absolut nicht interessiert. Also doch, es hat ihn wütend gemacht. Es hat ihn ein bisschen gebiesäckelt. Ach Mensch, der arme Kleine. 360 No-Scope hätte lieber gescoped sein sollen. Das ging hart daneben. Aber der kommt ja wirklich nicht mal auf den Boden der Tatsachen zurück dabei. Das ist das Bescheuerte. Aber gut, dann jetzt Skillshots mit Crack. Oh, ich muss ja nach jedem Schuss nachladen. Okay, Hashtag Skill wird noch gesucht. Okay, und so fliegt das. Wunderschön. Und da können wir einen natürlichen Rattalos-Flug in natürlicher Umgebung bei natürlichen Bedingungen begutachten. Ignorieren Sie bitte bei dieser Discovery Channel Übersicht, dass das Ganze nicht nur natürlich stattfindet, sondern ignorieren Sie bitte seine Flügel dabei, die sind unnötig zu viel. Cha-cha, viel Spaß mit Kayamba. Sehr schön, das Ding hat sogar getroffen, aber ich muss ja nachladen. Ach, meine Freude. Irgendwie dachte ich, dass es mehr Schaden macht. Wie gesagt, das Ding macht viel Schaden. Es ist irgendwie ignorant, wenn das Monster nach einem Treffer immer noch weiterfliegt. Gut, er ist gerade gestaggert, aber trotzdem. Ich will, dass es bei viel Schaden nach jedem Schuss einmal staggert. Ja, ich weiß, da bin ich selber reingerollt. Ich habe eigentlich eine andere Richtung gedrückt. Irgendwie ist das relativ useless, wenn man bloß einen Schuss von irgendetwas hat. Oh, alles klar, Chacha. Ach ja, du hast... Chacha hat nicht mehr die... Melinkse Maske. Schade. Das ist echt doof. Ich hätte jetzt so geil alle Melinkse auf den Typen hier loslassen können. Ich hatte gerade Knick in der Optik und viel zu viel Angst, dass ich getroffen worden wäre. Und ich habe die ganze Zeit voll den Schiss, dass meine Waffe übel zurückstoßt hat, was sie aber gar nicht besitzt. Feuer, Feuer, Explosion, aua! Alles gut, alles schön. Apropos Explosion, aua, ich habe doch auch noch Ermüdungsmunition. Jo, mein Linkse, spring mal über mich, das machst du wunderschönst und wunderbar. Der Moment, wo dich ein Stückchen Holz vor dem Feuerball eines Rattalos rettet. Hashtag Just Jäger Finks. Okay, und der wollte einfach nicht nochmal Ermüdungsstaggern machen. Okay. Von mir aus sollte trotzdem relativ bald ermüdet sein. Auch guck mal, ein Abnotorf. Der kommt doch perfekt. Willst du den nicht gleich... Ich hasse Ecken. Noch mit fressen? Nein, gut, dann halt nicht. So, er geht auf Chacha, wunderbar. So, langsam könnte Kerm auch mal wiederkommen, ne? Nur wegen, weil er von der Kanone weggesteuert wurde, so lange Pause zu machen... ist auch ein Frevel. Also wirklich. Es gibt Leute, die sind mit einer Kanonenkugel weggereist und niemals auf den Boden wieder aufgekommen. Aber trotzdem, das muss man ja in seiner Beschreibung nicht noch mit erwähnen. So, Kayamba begibt sich dieses Mal direkt an die Arbeit. Ist ja nicht mehr die Unglücksmaske. Wunderschön. Steht sogar rechtzeitig da. Nein, nicht auf mich. Geh doch. Also auf andere. Autsch. Ja, das denkt sich der liebe Rattalos zu meiner Idee mit der Falle. Er haut mir seinen Schwanz ins Gesicht. Warum auch nicht? Es ist eine eindeutige Meinungsäußerung. Vielleicht für manche eins zu eindeutig. Aber gut, wenigstens sagt er seine Meinung. Er sagt, was er denkt, direkt. Und ich denke gerade, dass das ziemlich Bullshit ist, dass kein einziger Blitzbombe getroffen hat. Aber der rennt jetzt gleich. Er hat Hunger. Meine Ermüdungsmunition. Damit wird er gleich das Gebiet wechseln. Alles klar, meine Dämchen und Herren. Meine dämlichen Zuschauer und meine herrlichen. Oh, er kommt her. Jetzt nicht zum Staggern bringen. Das wäre äußerst doof gewesen. Ach Mensch, das Heckenfeuer ist schon in manchen Momenten echt genial. Ich weiß, wahre Meisterjäger würden jetzt wahrscheinlich bei jedem Schuss auch grandios den Kopf treffen. Aber man kann ja auch nicht alles haben. Warte. Ich kann nicht im Heckenfeuer nachladen. Ich muss rausgehen, um dann wieder reinzugehen. Okay.
Alles klar, hat warst du lang genug drin, ne? Jetzt wechselst du wahrscheinlich das Gebiet, das heißt, ich kann hier einfach ruhig weiterschießen. Wunderschön, ich habe gerade wieder Schwarzbild. Okay, es ging daneben. Schön, schön. Das war doch mal der Schaden, von dem ich gesprochen habe. So und nicht anders, meine Damen und Herren, muss eine geile Armbrustaktion aussehen. Gegnerisches Monster ausgespielt, indem man ihm vorgespielt hat, man wäre schwach und schlecht. Er ist nicht hierhin abgehaut. Wo ist er denn abgehaut? Meine Güte, haut er einfach mich ins Boxhorn. Ganz schöne Schlagzeile in der nächsten Ausgabe der Bravo. Dann, wer nicht hier hin ist, dann muss er eigentlich da drüben hinten hin sein. Na, habt ihr mich vermisst, meine lieben Melinkse? Höchstwahrscheinlich nicht. Ihr habt nur meine Items vermisst. Ihr wollt mich doch nur ausnehmen. Ihr mögt mich gar nicht wegen dem, was ich bin und meinem Duft um allen. Nein. Oh, shit. Der hat mich, glaube ich, auch zum Fressen gern. Wie sie hier alle nur das Schlechteste von mir wollen. Meine Fresse. Aber gut. Das heißt, wir machen jetzt erstmal mit Pyrus Stufe 1 weiter, was auch ziemlich doof ist. Weil das Ding einfach mal, nur 2 Schuss hat. Übrigens hatte ich gerade kurzzeitig, als er das Scheißfing, denke ich vor der Finn, losgerannt ist, einfach mal wieder Schwarzbild. Sehr schön, Kayamba. Das Ding war auch grandios. Apropos Kayamba, was machst du eigentlich noch hier? Und nicht als Kanonenkugel irgendwo in Timbuktu. Taekwondola. Keine Ahnung, nicht hier. Ah, du darfst noch ein bisschen nehmen, weil mein lieber Freund Lino Chacha meint, er müsste jetzt noch mal ein bisschen weiter schlafen. Habt ihr diesen Neo-Style-Ausweich-Matrix-Move gesehen? Alter, wenn mir jetzt noch jemand sagen will, dass der Auserwählte nicht existiert, den werde ich das Monster hier zeigen. Beinahe in Slow-Mo richtet er sich hier zurück aus dem Angriff raus. Respekt an dieses grandiose Monster für seine Fähigkeit, geile Moves zu machen. Wie immer, wenn nicht ich, dann andere. Habt ihr das gesehen? Sogar Chacha kann so geil ausweichen. Und Kayamba ignoriert es. Okay, ich meine, das war jetzt auch wieder mal kein Angriffsmove. Nein, Chacha wollte einfach bloß dem Feuerball ausweichen, was er ja auch geschafft hat beim ersten Mal. Das erste Mal ist auch immer noch am schönsten. Chacha, könntest du jetzt, genau, Kayamba, könntest du jetzt? Kayamba hat keinen Bock mehr. Kayamba will nicht als Kanonenkugel benutzt werden und ignoriert es einfach. Jetzt zum dritten Mal, selbst jetzt ignoriert es Kayamba noch. Huhu, Kayamba. Ich will ja nichts sagen, aber so langsam wäre es schön, wenn ihr auf meine netten und klug durchdachten Aktionen hören würdet. Gegengifte waren nicht so wichtig für den Kampf hier, ne? Kayamba ignoriert das wieder. What the fuck? Oh, jetzt endlich. Oh, das wird ein ziemlicher Ass-Shot. Das wird ein Pain in the Ass, mein Freundchen. Armer Rathalos, also ich an seiner Stelle würde mich ja jetzt nicht hinlegen. Und schon gar nicht hinsetzen. Oh, oh. Das ist böse. Brennen und vergiftet sein. Mein Leben schmilzt dahin, während es sich gleichzeitig vergeht. Freundchen, nett. Nett sein. Jäger sind Freunde, kein Futter. Sehr schön. Jetzt wäre es auch noch mal richtig geil, wenn Chacha jetzt eine Schockfalle legen würde. Das wäre eigentlich für die Kombos, die ich hier mehr oder minder gewollt schon rausgehauen habe. Und natürlich auch für den Ausgleich der Anti-Kombos, also die Anti-Skillerigkeit, noch ziemlich perfekt. Obwohl eigentlich hat das Monster gerade keinen Hunger, weil es mich gefressen hat. Oder zumindest mich vergiftet hat, um mich anschließend zu fressen. Ich glaube, es war wütend, deswegen wieder kein Hunger. Fliegst du weg, bleibst hier, entscheidest du dich mal. Ich glaube, er geht weg. Okay, eine Blitzbombe haben wir noch. Und wir haben auch noch eine Schockfalle, wir haben auch noch Bomben. Aber keine Fassbomben plus. Habe ich die mir nicht extra gekauft und kombiniert? Nee, ich habe es nur gekauft und mich noch darauf vorbereitet, sie zu kombinieren. Ach, verdammt. Das wird nicht reichen, oder? Chacha, so liegt man eine Schockfalle. Mach mir das 1:1 nach und wir werden gute
grandiose Freunde sein eines Tages. Es ist geil, wie dieses Ding wirklich umklappt beim Nachladen. Das ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Und was mir vielleicht auch hätte auffallen sollen, ist, dass die Schockwelle relativ useless war, aber trotzdem immer noch sehr, sehr geil. Und zwar steht Chacha vor mir, aber vorsichtshalber mal kurz auszuweichen für den Fall der Fälle, hat noch niemanden umgebracht. Und doch eigentlich, wenn man Autoblock hat, dann schon. Aber man muss sich ja selber auch die Sachen gut reden, die man hier gerade so verzapft. Und dabei habe ich nicht mal einen Zapfhahn. Und ich habe gerade keinen Chakalaka da, der hier irgendetwas für mich tun könnte. Und deswegen, meine sehr verehrten Zuschauer, Damen und Herren, ist es wichtig, manchmal mehr als nur einen Chakalaka draußen zu haben. Ja, da wäre ich jetzt auch ziemlich angefressen, Chacha. Ich bin auch ziemlich angefressen, weil du nichts für mein Überleben getan hast, außer zu sterben. Gut, du hast den Feuerball für mich abgefangen, was ich ignoriert habe. Du hast andere Schäden verhindert. Du hast selber einen Schaden. Alles Sachen, die positiv sich auf mein Leben auswirken. In die ein oder andere Weise. So, hat der Rathalos jetzt Hunger oder nicht? Kommt der jetzt hier vorbei? Also, so wie die Abnotorf abgehen, wahrscheinlich schon. Aber die gehen, glaube ich, immer so ab, wenn man hier selber in der Nähe ist. Wir haben kaum noch gute Schüsse. Das ist nicht gut, um nicht zu sagen ungünstig. Ah, unser blauer Freund, jupp, kommt da direkt mal angelaufen. Ich glaube, die Dinger sollte ich eigentlich nur noch im Hockenfeuer benutzen. Also gerade, weil ich auch der Meinung bin, dass Hockenfeuer vielleicht nicht unbedingt stark, aber auf jeden Fall schnell Schaden macht. Und, oh, komm schon, Schild. Aber ich wette, nein, doch nicht, der Feuerball geht nicht durch. Das wäre jetzt natürlich nochmal so ein bisschen Pain in the ass gewesen, denn meine Schüsse hier nicht durchgehen, seine aber schon. Aber hey, auch wenn ich es nicht schaffen sollte, den Rathalos zu töten, mir fällt gerade eigentlich vielleicht Berührungsbomben mitnehmen sollen, so habe ich es doch wenigstens geschafft, ihn zum vierten, fünften Mal hungrig zu machen. Übrigens, er ist so gut wie tot, er wollte gerade wegkumpeln. Alles klar, mein Freundchen. So viel zu meiner Annahme. Gut, und das ist bei 20 Minuten. Ich glaube, selbst wenn ich hier mit irgendeiner Waffe, die ich überhaupt nicht spielen kann, also außer nur Armbrust hingegangen wäre. Nein! Ey, Netz ist wichtig! Lass das! Chacha, Kayamba! Toni ist besser darin, den zu töten! Mach doch was! Mein Netz! Nein! Sorry. Nur noch so ein bisschen krank. Wenn ich gerade vier am Stück rede, schlägt das wieder aus. Und deswegen habe ich meine Medikamente heute noch nicht genommen. Deswegen vielleicht auch ein bisschen aufgetreten oder ein bisschen weniger aufgetreten bin als sonst. Wer weiß, was die Medikamente für einen Einfluss immer haben. So. Ich dachte, er wäre essen gegangen, aber scheinbar nicht. Das heißt, er ist auch nicht in der 5, das heißt, er ist nach links abgehauen. Also, scheinbar ist Schlafen ihm wichtiger als Essen. Gut, Essen kann halt auch im Kampf, indem er mich auffrisst. Es ist gerade nicht gerade chlorreich. Aber welches Klo ist schon chlorreich? So, nehmen wir noch ein paar weitere Samen. Jetzt nicht, Yagis. Sehr nice. Ich muss nämlich gerade mal schnell in den Kampf. Wir haben aber auch echt kaum noch Schüsse. Also, wenn das Ding nur ein bisschen mehr Leben hätte, wäre es alles unmöglich mit dem Ding gewesen. Oh, guck mal. Ein humpelnder Rathalos. Ach, der König der Lüfte kriecht zu Füßen vor mir hin. Ach, oh, ich habe keine Schüsse mehr. Ach, wie toll. Ich glaube, ich habe jetzt auch nochmal Bock, ihn zu lähmen. So im Nachhinein. Okay, jetzt ist es erstmal zu hoch. Hashtag abgehoben. Aber sowas von. Warte mal, wenn der jetzt eh Hashtag abgehoben ist, brauche ich die Dinger gar nicht, dann kann ich die Dinger nehmen. Ich habe nämlich gerade einen Plan. Gut, wenn Sino sagt, er hat einen Plan, könnte man genauso gut sagen, Sino ist so gut wie tot oder Sino hat Bullshit gebaut oder es ging mal wieder schief. Aber wenigstens probiere ich es jetzt nochmal und mehr Leben wäre eigentlich ganz geil. Oh, guck mal, ich habe sogar Gegengift. Ach ja, wegen den Vorräten. Ist auch schön, wie ich hier 4 Blitzmoppen verworfen habe, ohne ihn einmal verwirrt hinzukriegen. So, jetzt nochmal kurz 3, 2, 1. Er sollte jetzt eigentlich schlafen.
Dann nehmen wir unsere Bomben raus. Ja, da schläft er, der Gute. Wehe, einer dieser gottverkackten Yagis meint, es wäre schlau, ihn aufzuwecken. Aber so wie ich sie kenne, denken sie sich genau das jetzt. So, Chacha Kayamba, normalerweise legt ihr Bomben. Nein, sie wollen nicht. Alles klar, dann stand ich auf der falschen Seite, weil ich ja Rechtsabweichung habe. Stimmt, ja. Geh auf Chacha und Kayamba. Habe ich Block? Ja, ich habe im Hocken-Modus Block. Und dann steht man automatisch auf. Gut, das zu wissen. Genau das hätte ich vielleicht in vorherigen Situationen schon mehrmals annutzen können. Anstatt einfach weiter zu schießen, B, versuchen auszuweichen, was viel zu lange dauert, wenn man den Hockenmodus gerade abbaut. Einfach blocken und dann beim nächsten Mal wegrollen. Das ist wesentlich schlauer. Autoblock also, gerade wenn man Schild hat, eine der geilsten Extra-Eigenschaften für einen faulen Armbrustschützen. Also, für mich. So, schauen wir mal, was wir hier so Schönes bekommen. Also, wir bekommen ein Arschloch-Rathalos-Rückenpanzer. Wer kennt den nicht? Das ist ja auch typisch und wunderbar. Wir bekommen ein Arschloch-Rathalos-Rückenpanzer. Noch einen. Ich meine, das ist halt ein ziemlich großes Arsch. Und ein Höllbeutel, weil die Quest so höllisch gut ist. Ach, wenn nicht gerade ein Rat in der Nähe wäre, würde ich auch ihn ganz gerne als großen, freundlichen, weißen Vogel bezeichnen. Um mal mit den Worten von Heinz Ebert, ich glaube, so hieß er, zu sprechen. Schön, aber da haben wir das doch mal in 25 Minuten ungefähr geschafft. Das ist doch jetzt nicht schön, jetzt auch nicht angenehm, aber für Armbrust auf dem Niveau und meinem Spielerniveau und durchaus annehmbaren, schönen Zwischenszenen. Das war eine Rathausplatte. Ernsthaft? Wunderbar, das freut mich. Aber brauche ich nicht wirklich sogar noch für den Gym? Ne, das war ein Rückenpanzer. Plus. Verdammt. Aber Lagiakrus-Platten werde ich nie bekommen, weil die bräuchte ich, ja. Es nimmt Unite-Ausmaße an, wo ich in Unite 2-3 himmlische Rückenpanzer habe. 2-3 himmlische Panzer, oder wie, Schuppen, himmlische Schuppen habe, aber 9? Bloß nicht Sachen, die ich da bräuchte, oder hier halt Lagiakrus-Platten. Egal, ich bedanke mich hier erstmal vielmals fürs Zuschauen, wir können eigentlich von der Zeit her auch noch Junior mit reinnehmen. Ich glaube, ich habe noch die 2 Minuten, also hallo. Hey, du, können wir kurz reden? Bei meinen nächtlichen Spaziergängen im Moggerwald ist ein Schatten über mich geflogen. Es war ein Azurner Rathalos. Sieh es als Warnung an. Vielleicht begegnet dir jetzt auch nachts Azurner Rathalos im Wald. Hüpfe mal einen Blick auf die Moggerprognose, wenn du vorhast, dort auf die Jagd zu gehen. Okay, warum nicht? Sieht aber, wie es nördlich so aussieht, sehr, sehr friedlich aus. Es ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, oh mein Gott, ich habe aber Angst. Aber nichtsdestotrotz sollten wir jetzt mal wieder in den Wald gehen. Gerade bei den 2 Azuros in der Nacht wäre das schon sehr schön. Das gibt uns A-Punkte, B-Punkte, C-Punkte, D-Leichtpunkte. Und all das davon können wir sehr gut und sehr nett gebrauchen. Was ich jetzt mal kurz überlege, mache ich jetzt mein Einmalsterben darauf fest, dass ich Kayamba so häufig in den Tod geschickt habe? Ist das meine Ausrede? Nein, eigentlich ist die Kombo ganz gut, das kann eigentlich so bleiben. Deswegen bedanke ich mich nochmal vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, sagt mir doch bitte Bescheid, wenn nicht Feedback, lieben gerne die Kommentare und ansonsten adios amigos. Und hoffentlich auf Wiederhören.